Okay, willkommen zu Recoded und ich habe mir jetzt vorgenommen, nicht alle Wetten zu machen. Also alle Karten zu holen, das schaffe ich sowieso nicht, weil ich eine Sache nicht verstehe. Aber naja, erstmal das Normal hier machen. Was geht hier vor? Wettenkarten sind Illusionskarten. Sie lassen Trugbilder erscheinen. Erscheinungen aus Jimmys Tagebuch, auf Grundlage der Daten, die du repariert hast. Ich habe was repariert? Und wer ist Jimmy Lee? Ach ja, richtig. Du bist ja wieder der du warst, als du die Insel verließ. Du lässt dich an keines der Ereignisse. Trotzdem deutest du die du hier triffst, kennen. Muss ich das verstehen? Und was soll ich tun, wenn ich die Illusion treffe? Das liegt ganz bei dir. Lee, du kannst tun und lassen, was du willst. Vielleicht rufst du sogar die Dinger vor, die du gar nicht im Tagebuch standen. Das macht überhaupt nichts. Denn alles in diesem Schloss, ob Person oder Ereignis, ist letztlich nicht real. Ich bin also völlig frei? Genau. Doch dein Handeln ist nicht ohne Konsequenzen. Es bestimmt, wie du am Ende erhältst. Hey, warte. Weg ist er? Das ist doch... Ja, Selfie. Also man kann hier drei Endings bekommen. Das normale Ending. Das andere Ending, weiß ich nicht, wie das heißt. Das erste Standard-Ending. Das restlichen, da gibt es das Extra-Ending. Normal, ich weiß hier, wenn man bei Extra-Ending hier macht, da kriegt man eine Zwischensequenz. Die kennt man auch. Ja, die kennt man. Oder nicht? Doch, die kennt man eigentlich. Okay, so. Ich versuche jetzt mal alle Endings hier zu bekommen. Ich weiß, wie man das normale Ending und das Standard-Extra-Ending bekommt, aber das mittlere Ending weiß ich nicht, wie das kriegt. Ich habe es ausprobiert, aber ich komme nicht klar mit der Anweisung. Selfie, was machst du denn hier? Du stellst Fragen, hier hängen wir doch immer rum. Was, in diesem Schloss? Was für ein Schloss? Hast du einen Sonnenstich oder so? Ich dachte, ich soll hier Illusionen sehen, aber anscheinend gilt das euer für Selfie, oder ist es selbst eine... Was murmelst du dich vor dich hin? Als hätten wir jetzt viel selber Zeit. Sieh dich doch um. Die Blöcke sind los. Und zwar nicht zu knapp. Blöcke habe ich nicht. Kann ich nicht. Die vermissen mir echt den Tag. Kannst du nicht rausfinden, wo sie herkommt? Klar. Danke, Sora. Sieh dich gut um, okay? Okay, ich habe Blöcke zerstört. Jetzt rede ich mal mit ihm. Hey, Sora. Überall tauchen die Blöcke auf, Mann. Ist bei dir alles okay? Alles oder ja, Mann. Hab gerade ziemliche Déjà-vu, glaube ich. Außerdem kommt Tidus nicht von seinen Erkundungen zurück. Kannst du vielleicht nachher mal sehen, was los ist? Klar. Super, danke, Mann. Tidus ist sicher noch mal in der Nähe. Beschränke dich nicht darauf, eventuell Geschehnisse einfach nur zu kopieren. Suche nach neuen Wegen. Dann eröffnen sich die womöglich anderen Perspektiven. Okay, wenn man das hier macht, dann kriegt man das Extra-Ending. Wenn man jetzt stumpf der Anweisung folgt, kriegt man das normale Ending, so gesagt. Tidus, alles in Ordnung? Na sicher. So ein paar Blöcke können wir den Tag doch nicht verderben. Weißt du, was es mit denen auf sich hat? Eventuell. Wirklich? Und ich könnte es dir auch sagen, aber nur, wenn du mit mir kämpfst. Ein Duell? Gewinnst du, bekommst du die Info. Was passiert, wenn ich verliere? Das habe ich nie rausgefunden. Das glaube ich, probiere ich einfach mal. Kann es sein, dass ich dann das Ending bekomme? Ich lasse mich einfach mal töten. Ich will mal jetzt einfach mal sehen, was passiert. Ja, töte mich mal. Vielleicht kriege ich ein anderes Ending dann. Und? Wie? Was geht hier vor? Ey, wieder die gleiche Kacke oder was? Also ist es egal, ob ich gewinne. Ja, ich kann es rausfinden. Und tut mir leid, wenn ihr meine Geschwister hört. Wartet nur ab.
Das Lachen wird euch noch vergehen. Also eine Sache habe ich schon rausgefunden. Wenn ich mich töten lasse von ihm, dann wird nichts besser, das weiß ich schon. Warte, ist Tito schon da? Nein, noch nicht. Ja, okay, hier. Hör auf, die Blöcke zu zerstören. Hallo, kannst du mal... Und so. Ja, das haben wir schon gehabt. Ich weiß echt nicht, wie man das mittlere Ending bekommen soll. Naja. Und denkst du jetzt, dass du mich jetzt besiegen kannst, oder was? Schwächling. Egal, komm. Schwachmat. Denk, der kann mich jetzt irgendwie besiegen. Ach komm. Hier. Hab's dir gezeigt. Du bist echt stark, Sora. Dann erzähl mal, was du weißt. Okay, also, was ich hab da drüben eine merkwürdige Gestalt gesehen. Die hat bestimmt was mit den Vorfällen zu tun. Eine merkwürdige Gestalt? Hm, wer das wohl ist? Einmal die hier. Und sie verschwand. Huch, er ist weg. Und du hast das Standard-Ending bekommen. Und wie war's, Sora? Hattest du Spaß mit den falschen 50ern? Hör auf, so von meinen Freunden zu reden. Klar, es war nicht so viel wie immer, aber... Freunde, sagst du? Dann verrate mir doch heute mal, wer diese Freunde waren. Doch nichts leichter als das, also das war... Was? Es gibt's doch nicht. Warum kann ich mich nicht erinnern? Hast du denn vorhin nicht zugehört? Alles, was dir passiert, ist eine Illusion. Dein Handeln führt wahre Enden oder unwahre Händen herbei. Und jedes wird zu einer Karte. In den Karten werden bestimmt Zoras Handeln, wie sich Ereignisse entwickeln. Je nach Ausgang jetzt zu drei Endenkarten. Es gibt drei Arten von Enden. Normale Enden, Extra-Enden und Alternativ-Enden. Extra-Enden und Alternativ-Enden in der Station die Aufzeichnung des Tagebuchs. Im Gegensatz zu den Weltenkarten kannst du Endkarten nicht anwenden. Sammelst du jedoch alle Endkarten, passiert etwas Besonderes. Doch sobald die Illusionen verschwinden, wirst du alles, was passiert ist, vergessen haben. Was? Okay, ich werde alle Endkarten suchen, wenn das steht, dass ich irgendwas Besonderes bekomme. Hallo? Dann heißt es doch für mich, dass ich es ja suche. Was ist so schlimm daran? Dass du dich an etwas nicht änderst. Zeig doch nur, dass es für dich nicht irrelevant ist. Stimmt ja gar nicht. Meine Freunde sind mir wohl sicher. Ich kann mich vielleicht jetzt nicht erinnern, wen ich getroffen habe oder was passiert ist. Aber bestimmt fällt mir das bald wieder ein. Wie du meinst. Hier hast du neue Karten. Schon wieder Karten? Diesmal sogar gleich 5. Auf dieser Karte ist eine Stadt bei Nacht. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Und auf dieser Karte ein Garten. Nee, eher ein Irrgarten. Seltsam. Eine Arena für Kämpfe? Hm, sagt mir gar nichts. Und hier eine Wüstenstadt. Netter Palast gibt's denn auch in echt? Ein gutes, emporragendes Schloss. Hm, irgendwie unheimlich. Sie alle beruhen auf den Daten des Tagebuchs. Sie werden dir weitere Illusionen zeigen. Doch diesmal wirst du keine Freunde treffen. Nur Leute, die du von der Insel noch nicht kennst. Und das will ich dir noch verraten. Die Person, die du jetzt triffst, kannst du so mies behandeln, wie du möchtest. Wie bitte? Wen kümmert's? Die Halle sind Fremde und Illusionen dazu. Leere Datenhülsen, die keinen blassen Schimmer haben. Die Narren lassen sich sogar dieses Schloss als ihre Heimat verkaufen. Sie sind minderwertige Illusionen. Die Wahrheit entrückt Du schuldest ihnen keinen Respekt. Außerdem vergisst du ja sowieso sofort wieder. Dich werden also keine Schuldgefühle plagen. Wie auch... Wo du auch kein Herz hast. Von wegen. Was? Ich behandle Leute doch nicht einfach so schlecht. Wenn ich sie verletze, werde ich das nämlich bereuen. Und selbst wenn ich mich nicht erinnern könnte, blieben diese Reuegefühle. Das meinst du sicher mit Schmerzen, oder? Warum sollte ich solche Schmerzen wollen? Das ist eine gute Frage. Wie? Komischer Typ. Wenn ich diese Karten benutze, treffe ich also lauter fremde Leute? Hm, klingt eigentlich ganz spannend.
Okay, jetzt holen wir uns mal das Alternativende. Ja. Überspringen. Ja, das haben wir schon gehabt. Und du sagst wieder das Gleiche und drücken wir. Warte mal, kriege ich die gleichen Items wieder zurück? Nein. Hab mich schon gewundert dann, wenn das so wäre. Yay. Beeindruckend. Jetzt kommen einfach normale Schattenleuchte, die man besiegen soll. Wer bist du? Was geht hier vor? Und tot. Heiltrank, okay. Alle Achtung, du hast wirklich ein gutes Gespür. Doch hast du nichts Besseres zu tun, als mich zu verfolgen? Eigentlich nicht. Ich werde jetzt wirklich alle Endings holen, wenn das steht, dass ich etwas Besonderes bekomme. Lass mir das noch nicht hingehen. Ich habe nichts anderes von dir erwartet, Sora. Riku, was machst du denn hier? Ich möchte dir etwas zeigen, das dich weiterbringen wird. Und das wäre eine verborgene Wahrheit, die nicht Teil deiner Erinnerung ist. Ich möchte, dass du sie erfährst und fühlst. Wenn du das sagst, ist es bestimmt sehr wichtig. Okay, Riku. Danke, Sora. Schließe bitte deine Augen. Das warst du ja mit Kairi. Stimmt, ich war losgezogen, um euch zu finden. Mein Herz war von Dunkelheit zerfressen und Kairi hatte ihres verloren. Doch du hast uns gerettet, Sora. Weißt du, was Kairi und ich mich verband? Hast du gerade vielleicht etwas gespürt? Eine Gemeinsamkeit? Schmerz, Sora. Ohne Herzen sind wir nicht mehr wir selbst. Es war der Schmerz des Selbstverlustes. Was würdest du in so einem Fall tun, Sora? Euch helfen natürlich. Ich würde euch eure Schmerzen irgendwie nehmen. Eine andere Antwort hätte ich von dir auch nicht erwartet. In der Tat hast du uns gerettet. Hab ich? Sag mal, warum eigentlich diese ganze Kinovorführung? Ich wollte dir zeigen, dass du immer du bleibst, egal was passiert. Dir werden noch von nun an zahlreiche Wahrheiten begegnen. Du wirst vergessen, verlieren, was dir wichtig ist und verwirrt sein. Gut möglich, dass du alles sehr wehtut, so sehr, dass du Angst hast, dich zu verlieren. Aber das wirst du nicht, nicht du. Was auch passiert, folge einfach deinem Herzen. Wenn du das tust, kannst du vielen helfen. Du brauchst dich dafür auch gar nicht besonders anstrengen. Sei einfach du selbst. Okay. Ich zähle auf dich, Sora. Na nun? Es ist niemand mehr hier. Extra Karte. Geh mal speichern. Ich will mal echt wissen, wie man die Lachekarte bekommt. Ich glaube, das werde ich jetzt nochmal richtig angucken. Ja. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich habe jetzt rausgefunden, wie man das jetzt macht. Also wie man das Alternativende bekommt, überspringen. Man muss... Kannst du die rausfinden, wo die... im Moment nicht. Was, seit wann schlägst du einen bitte ab? Naja, was soll's. Übrigens, warte, Wacker schon... ja, man muss bei Wacker
Und die Waka und Selfie Nein sagen als Antwort, damit man was hier bekommt, das Alternativende. Kannst du vielleicht mal nachsehen, was los ist? Geht gerade nicht. Kannst du auch einen alten Kumpel wohl einen Gefallen tun? Ihr werdet nicht glauben, Jungs, aber Tidus ist in einem Haufen Blöcke gefangen. Was? Wie hat er das denn wieder geschafft? Was steht hier so abgewurzelt rum? Hilf mir lieber hier raus. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Warte, ich bin unterwegs. Okay. Nanu, wo sind wir, Leute? Ich habe geträumt. Wir wären ganz weit fortgerissen worden. Hey, jetzt mal nicht so verspannt, Tidus. Und nun? Wir wissen immer noch nicht, woher die Blöcke kommen. Wir müssen uns wohl irgendwie mit den Dingern anfreunden. Entschuldigung, ich hätte euch sofort helfen sollen. Dann wäre die Sache vielleicht anders verlaufen. Ach, macht ihr deswegen mal keine Kopf. Lass uns lieber eine Runde Blitzball zocken. Genau, vielleicht haben wir dann ja mal eine gute Idee. Okay. Danke. Hey, was geht hier vor? Alternativkarte erhalten. So, damit haben wir diese Welt dann auch geschafft. Ich werde jetzt immer in einem Part alle Welt eine Welt machen. Komplett. Ja. Damit sehen wir uns bei Tourist Town.